Wir sind Jörn und Tribut und begrüßen euch aus der Übersetzerkabine. Der nächste Performer ist Coco Solfrank. Sie ist Forscherin und verbindet dabei künstlerische und Theaterarten, um über intellektuelle Rechte. Sie ist ebenfalls eine Mitgründerin von verschiedenen Kollektiven und Organisationen. Und ihr neuestes Buch, ihre neuesten Grenzen, wurde vor kurzem veröffentlicht. Heute möchte sie ihre Theater-Performance zeigen mit dem Titel À la recherche de l'information perdue, welche sich mit Julian Assange beschäftigt. Vielen Dank. Okay, good evening. Guten Abend alle zur Performance à la recherche de l'information perdue. Und bevor ich anfange, möchte ich allen Organisatoren helfen. Ich danken. Ich möchte auch den Kuratoren der dem Artstrack danken, die mir ermöglicht haben, hier zu sprechen. Ich möchte euch auf eine Reise nehmen, auf ein Abenteuer mitnehmen, bei dem es um Informationen und wo es überall um Leaks und Freaks und geleakte Informationen geht. Auf der Straße zur Freiheit muss man Opfer bringen. Aber was ist, wenn es auf diesem Weg Verzweigung und Irreleitung gibt? Und was fehlt? Wonach suchen wir eigentlich? Haben wir es komplett verloren? Wir alle erschaffen die Realität zusammen. Und lasst uns annehmen für einen Moment, dass es nützlich wäre zu wissen, was Information generell ist. Das könnte uns helfen, uns darüber klar zu werden, wonach wir suchen. Das Ding ist, Information bedeutet verschiedene Sachen bei verschiedenen Disziplinen. Es gibt kein einheitlich vereinbarte Definition. In einem Versuch, die wichtigsten Aspekte zu betrachten. Man kann den strukturellen Ansatz, den Signalansatz und den Nachrichtenansatz, den Bedeutungsnachsatz, den Effektansatz und den Prozessansatz miteinander vergleichen. Das ist sehr vielversprechend, denn es ermöglicht und eröffnet ein Universum an verschiedenen möglichen Möglichkeiten. Und es scheint perfekt zu sein. Es kann benutzt werden für die absichtliche und nicht absichtliche Erzeugung von Verständnis. Ein einfacher Satz. Julian Assange wurde beschuldigt, eine Vergewaltigung durchgeführt zu haben. Und diese Aussage besteht aus 6 Wörtern. Der Buchstabe A erscheint 5-mal. Die Buchstaben L, J, J, J,
Die Analyse des Code-Levels wird relevant und kann helfen, die Übertragungszeit zu reduzieren. Auf syntaktischer Ebene kann man die Information benutzen, um den Übertragungsinhalt zu beurteilen. Nicht im, was die Bedeutung angeht, sondern nur die strukturellen Aspekte. Die Inhalte der Signale sind hier unerheblich für den Inhalt, die Signale übertragen. Und die dritte Ebene, da geht es jetzt um den Semantik. Damit Informationen benutzbar werden kann, werden die strukturellen und syntaktischen Elemente dekodiert werden von dem Empfänger. Da fangen wir an, uns von dem Strukturlevel auf den Bedeutungslevel zu verschieben. In Bezug auf unser Beispiel muss der Empfänger verstehen, dass Julian Assange der Name einer Person ist, ein Mann. Wer diese Person ist, was er repräsentiert, was der Begriff Vergewaltigung bedeutet und was eine Anschuldigung ist. Natürlich ist es nicht ganz so einfach. Die Übertragung von strukturierter Information nach Bedeutung passiert auf einigen sehr komplizierten Schritten. Für den Moment reicht es, die Relevanz dieser Verschiebung als Prozess von Struktur nach Bedeutung zu verstehen. Letztendlich kommen wir an der letzten Ebene an, der pragmatische Level, die pragmatische Ebene. Die hängt davon ab, welche Bedeutung die Information für den Empfänger hat. Umso mehr die empfangende Person oder das empfangende System geändert wird, umso wertvoller ist diese Information. Das heißt, Information kann nur pragmatischen Wert haben, wenn der Empfänger die Information vorher nicht kannte. Das heißt, er Wissen auch erhöht und die Unsicherheit reduziert wird. Was unser Beispiel angeht, ist die Information, dass Julian Assange der Vergewaltigung beschuldigt wird, hilft es nur Leuten, die sich dafür interessieren und die sich für die Organisation interessieren, die er repräsentiert. Umso mehr es umso wertvoller ein wichtiger Teil der Information ist der Begriff der Anschuldigung. Ganz allgemein entfaltet Information ihren größten Wert, wenn es nicht um einzelne Einheiten geht, sondern über die Integration von den einzelnen dekodierten Teilen in einen größeren Kontext. Und das passiert auf mehreren Ebenen, teilweise bewusst und teilweise unbewusst. Und indem wir das tun, reduzieren wir eine ganze Menge Informationen über spezifische Algorithmen, während wir auch die Informationen mit bereits existierendem Wissen verbinden. Und diese Dekodierungsaktivität ist subjektiv. Deswegen kann Information niemals neutral sein oder objektiv. Das heißt, jetzt, das war das, was die Wissenschaft über Information zu sagen hat. Und jetzt gucken wir uns die Organisation an, die wir uns in Bezug auf diese Anschuldigung schon erwähnt haben. Die Organisation, die sich selbst auf die Fahnen geschrieben hat, Regierungen zu öffnen weltweit, die geheime Informationen veröffentlicht, die News, Leaks und klassifizierte Informationen veröffentlicht, seit 2006. Eine digitale Plattform, die Whistleblower erlaubt, Informationen zu veröffentlichen und freie Rede online verbreiten und wurde auch 2011 für den Nobelfriedenspreis nominiert. Sie zeigt Überschreitungen von Regierungen und einzelnen Personen
und hat Korruption in Kenia offengelegt, Mord im Irak, Cable Gates, Guantanamo Bay, Menschenrechtsverletzungen, die geheimen Bibeln von Scientology, die isländische Finanzkrise, Mülldumping, die Syria-Files, das Spähung von NSA, die E-Mails von Hillary Clinton und so weiter. Ich zitiere hier von der Webseite. Eine unserer wichtigsten Aktivitäten ist, originale Quellmaterialien zu veröffentlichen, zusammen mit Stories, sodass Leser und Historiker die Nachweise für die Wahrheit sehen. Beweise für die Wahrheit. Information ist Wahrheit. Beweise sind Wahrheit. Wahrheit ist Wahrheit. Ein mächtiges Bild, um die Wahrheit zu zeigen, das Licht der Wahrheit an dunkle Orte zu bringen, zu uns zu befreien, indem man uns die Wahrheit gibt. Wer sonst könnte das tun? Alles ein Mausklick oder an einem Fingerbreit entfernt. Eine Organisation, die unsichtbar ist und die unangreifbar ist, und ein System, um unnachvollziehbar Dokumente zu veröffentlichen und weiterzugeben. Innovativ, sicher und anonym. Es ist die technische Infrastruktur ist in einem nuklearsicheren Ort installiert, und politische Rahmenbedingungen schützen es. Das Wiki, WikiLeaks sagt, wir sind viele, wenn nicht gar sogar sehr viele, weil wir sehr viel wachsen. Und was kann das, wie kann sich das auswirken auf die interne Kommunikationsstruktur? Unzensierbar von außen. Und wer sichert, dass die Sonne scheinen wird? Wer ist der Master dieses Systems? Es ist Julian Assange, das Gehirn dieser Organisation, der Gründer, Philosoph und Ingenieur dieser Organisation. Er macht die Regeln und er sorgt dafür, dass es passiert. Der einzelne Entscheider an der Spitze. Welche Informationen brauchst du, um dich selbst nicht zu täuschen? Ich zitiere Donald Rumsfeld. Es gibt Bekanntheiten. Es gibt Dinge, die wissen wir. Und wir wissen, es gibt Dinge, die wissen wir nicht. Aber wir wissen auch, es gibt Dinge, die unbekannt sind, die wir nicht wissen. Es gibt Dinge, die wir nicht wissen, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Die Organisation, die öffentliche Gefühle erzeugt, die man entweder liebt oder hasst, man kann sie bekämpfen, man kann sie unterstützen. Und seine Organisation ist eine Revolution, was öffentliche Informationen angeht, oder eine Bedrohung für öffentliche Sicherheit. Ein paar Leute, mit denen ich gesprochen habe, wollen ihn sogar tot sehen. Wie Leute vom rechten Spektrum, die es besser wissen sollten, war der nicht sogar bei ihnen Teil der Kampagne gegen Hillary?
Journalists, also Journalisten, Medienorganisationen, Politiker, Intellektuelle, Künstler, Prominente, Popstars, alle wollen sich mit ihm assoziieren, wollen ihre Solidarität und ihre Bewunderung demonstrieren und zeigen moralische Unterstützung. Protestierende für Menschenrechte und Ideologen, warum drücken die alle ihre Gefühle für ihn aus, obwohl diese Dinge alle in ihren eigenen Glaubenssystemen und ihrem eigenen Wertesystem basiert? Widerstand gegen was? Was für eine Art von Widerstand? Und nicht zuletzt, wofür kämpfen wir da eigentlich? Was ist die Ideologie hinter dieser Organisation? Was ist die politische Motivation? Man hätte schon gerne, dass Politik sauberer wäre. Und man fühlt sich gerecht, wenn dieser Wunsch letztendlich nicht passieren kann, dass die Politik purer ist als man selbst. Der Befreier, der Revoluzer, der selbst auch eine Geschichte hat. Egal, ob es sich da um internationale Dinge hält, Menschenrechte, Bürgerrechte, Widerstand gegen nationale Regierungen oder private Organisationen. Vielleicht hat der Mann und seine Organisation, vielleicht sind die selber nur eine leere Hülle, die ideologisch gefüllt werden, um die Stimmung von den Leuten zu füllen. Aber lasst uns die Perspektive etwas erweitern und auf die Kultur schauen. Auf die Kultur, die diese Organisation Teil von ist. Es ist darin, die uns die Möglichkeit gab, mithilfe von 10 Symbolen alles auszudrücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 0. Diese neue Arithmetik war ein System, die westliche Welt bedrohte. Es war erst im 15. Jahrhundert wurde dieses System adaptiert. Die Art und Weise, wie diese neue Arithmetik verwendet wurde, ist anders als das römische System, hatte eine Revolution hervorgerufen. Es geht um die Eins, eine Nummer, die immer sehr hoch geachtet wurde, noch lange davor, dass es einen männlichen Gott gab. Für die Griechen war die Eins alles, das Erste und das Letzte, das Beste und Gut, universell und vereinigend. Es war das Symbol für Existenz, Identität und Sein. Genau genommen gab es nichts anderes. Irgendwas zu sein bedeutete Eins. Wobei die sanskrite Nummerierung weiterhin parallel lief, wurde die römische Nummerierung immer noch als ein besonderes System weitergeführt und weiterverwendet. Die Null jedoch war die wahre Bedrohung, als sie das erste Mal auftauchte, haben die alten Kirchenväter alles versucht, um sie draußen zu behalten. Auch wenn man bei allen anderen Zahlen daran denken konnte, dass sie immer ein Mehrfaches von der Eins waren, so war die Null doch undenkbar und die Null konnte nicht erlaubt sein.
Und es war unvorstellbar, die Null zu haben als etwas, das nichts sein sollte, als etwas, das nicht darstellen, das etwas darstellen sollte, das einfach nicht da ist. Und es wurde als irgendwann dann tatsächlich als Zeichen davon, dass etwas fehlt, angesehen. Ein Binärcode immer besteht aus zwei Symbolen. Seitdem Leibniz das Binärsystem gegen das 17. Jahrhundert eingeführt hat, gab es immer 1 und 0. So ein Binärcode kann technisch produziert werden durch technische und optische Systeme. Die Informationen, die auf diese Art und Weise generiert worden können, mit komplexen Algorithmen weiterverarbeitet werden, wie zum Beispiel in Prozessoren. Die Computerzustände sind ein elektrisches Potenzial zwischen 0 und 1. Die Zustände an oder aus sind die kleinsten Informationseinheiten. Komplexe Information kann übertragen kann gemappt werden durch einfache Mappings. Man kann komplexe Informationen ausdrücken, indem man mehrere von diesen Nullen und Einsen kombiniert. Null und Eins machen nochmal eine Eins. Männlich und weiblich addieren sich zu männlich. Es gibt keine Entsprechung für weiblich. Es gibt keine universelle Frau an diesem Level. Der Mann ist eins, er ist alles. Die Frau hat nichts, das man sehen kann. Frauen funktionieren als ein Ganzes, als ein Loch, eine Lücke, ein Nichts, das nicht dasselbe ist, nicht identifizierbar, ein Fehler, ein Fehlen außerhalb des Systems der Repräsentation. Und Lacan definiert das Gesetz und sagt und lässt keinen Zweifel. Es gibt die Frau nur als das, was sie eben nicht ist. Sie ist nicht ganz, sie ist nicht vollständig. Es gibt nicht so etwas wie die Frau, wenn der definitive Artikel für andere Sachen steht. Sie ist nichts Eigenständiges. Es ist immer etwas, das zu etwas anderem gehört, zu einem anderen Ort. Das Nichts, die Null, ist bedeutungslos. Und wenn man es allerdings mit der Eins verbindet, kann es alles bedeuten. Und man könnte denken, dass die Null und die Eins gleichbedeutend sind. Und als Ada Lovelace dagegen rebellierte, dass die Null nicht sein sollte. Es musste mehr sein und sie hatte recht. Die Nullen und Einsen des Machine Codes tun mehr als die Repräsentation der logischen Symbole, die sie repräsentieren. Nullen repräsentieren Löcher, ein fehlendes Teil. Und digitale Maschinen drehen das um. Nullen sind jetzt plötzlich, haben einen eigenen Ort und sie verschieben die phallische Ordnung der Eins. Was in der bei den Lochkarten ist plötzlich ein Loch eine Eins und ein Nichtloch ist eine Eins. Das heißt, jetzt gibt es plötzlich zwei fehlende Elemente. Jetzt geht es nicht mehr darum, eine Welt von Einsen und Nicht-Einsen, Dingen und Nicht-Dingen, sondern es geht um Löcher und Nichtlöcher, nicht
Nichtse und Nicht-Nichtse. Nicht-Nichtse und Löcher. Nullen waren immer sehr unterschiedlich von der Unfähigkeit des Westens, mit sowas umzugehen. Null ist weder etwas Spezielles noch nichts. Es ist auch insbesondere der Fall, dass mit oder ohne Zeichen, die das als inhärente Negativität darstellen, sind Löcher an sich nie nur Fehlen von positiven Dingen. Das ist eine reiner psychoanalytischer Mythos. Ob sie Informationen sammeln, kommunizieren, Waschmaschinen benutzen oder Videos bearbeiten, Informationen übertragen nach Nullen und Einsen. Diese binären Zahlen heißen Bits und werden mit Bytes in Achterpaaren zusammengebaut. Die Nullen und Einsen im Maschinencode scheinen sich als perfekte Symbole für die Ordnung westlicher Realitäten darzustellen, die die Unterschiede zwischen An und Aus repräsentieren, rechts und links, Form und gut und schlecht, richtig und falsch, Leben und Tod, etwas und nichts, dies und das, hier und da, innen und außen, aktiv und passiv, wahr und falsch, ja und nein, Gesundheit und Krankheit, hoch, runter, Sinn und Nonsens, Westen und Osten, Norden und Süden. Und sie machen ein großartiges Paar, wenn es um Sex geht. Männer und Frauen, männlich und weiblich, 1 und 0 sehen einfach richtig aus, als wären sie füreinander gemacht. Penis und Vagina, Ding und Loch, eine perfekte Kombination. Ich kann den Unterschied sehen. Den Unterschied zwischen was? 0 und 1? Ein Unterschied ist sichtbar, denn die Symbole sind nicht dasselbe. Es muss immer zwei Terme geben, um zu repräsentieren oder überhaupt eine Differenz zu erkennen. Eine Differenz kann nicht einfach nur existieren. Eine Differenz hat keine eigene Identität. Wenn es um Sex geht, dann werden die Symbole mit der männlichen und der weiblichen Identität verbunden. Ein Unterschied wie zwischen zwei Geschlechtern. Ich bin verwirrt. Was würden diese zwei Zeichen überhaupt mit sexuellem Unterschied zu tun haben? In einer Gesellschaft, wo die psychische Struktur eines Kindes durch bildliche Phänomene, sobald ein Kind geboren wurde, wird sofort geprüft, ist es da oder nicht? Ist es männlich oder weiblich? Ja oder nein? Es geht um ein bildliches Phänomen. Und das Einzige, was zählt, ist, ob da was ist, ob man was sehen kann oder ob da etwas zu fehlen scheint mit der Null. Was ist denn die Bedeutung einer Frau in dem Sinn? Es muss an derselben Zeit muss es unsichtbar und identifizierbar sein in diesem Bild. Und das bleibt bei ihr als dieses Bild der Unsichtbaren. Warum geben wir nicht einfach zu, dass wir blind sind, was die unsichtbare sexuellen Unterschied zwischen 1 und 0 angeht? Wir müssen immer Bilder sehen. Und das bedeutet etwas anderes. Das Einzige, was ich sehen kann, ist ein Bild. Was unsichtbar zu sein scheint in dem Bild, ist die Repräsentation des sogenannten Puren, des puren Unterschiedes.
Ein Bild ist weder die Auszeichnung noch der Unterschied. Es ist einfach nur Daten. Und Daten sind einfach nur pure Unterschiede. Wenn man das Bild des weiblichen Geschlechts sich in Erinnerung ruft, dann sehen wir sehr schnell, dass wir den Sektor des Sichtbaren verlassen haben und jetzt den Sektor des Unsichtbaren betreten haben. Was macht dieses Bild so sexy? Na, ich würde sagen, das Fehlen eines Penis. Das Fehlen von Auszeichnungen scheint eine große Menge an Halluzinationen zu erzeugen. Die Unterschiede sehen zu wollen, scheint darauf hinzulaufen, das Unbewusste selbst sehen zu wollen. Und lasst uns nun diese abstrakten Überlegungen in etwas anderes übersetzen. Und ich beginne mit, ich starte mit dem Cyberfest-Manifest. Wir sind modern, wir sind befreit. Wir glauben in Verrücktheit, in Heiligkeit. Wir sind der Virus der neuen Weltordnung. Wir sind Saboteure der VNS Matrix. Wir sind viele Dinge. Anmerkung des Übersetzers, sie zitiert aus einem Manifesto, das leider gerade etwas schnell vorgetragen wird. Und mit dem Cyberfest-Manifest, das in 1991 veröffentlicht wurde, erklärten sie den Krieg auf das patriarchische System in der Welt. Sie wollen regieren durch Technologie. Sie machten die imaginäre Welt in Cyberspace zu ihrem Schlachtfeld, wo alle Identitäten aus nichts bestehen, außer Nullen und Einsen. Die bis jetzt nicht erforschten Möglichkeiten haben die Fantasie beflügelt und neue Möglichkeiten hervorgerufen. Ein Bewusstsein-Virus verbreitete sich und es ging darum, sterile Technologie mit Schleim und Fotzen und irrer anarchistischem Feminismus zu befüllen. Sie haben sich selbst für Powerhacker und Kämpfer für den Schleim gehalten und noch lange bevor die meisten Leute überhaupt einen Computer gesehen haben. Deren Waffe war Poesie. Eine Welt zu erschaffen, in der die Welt mit ganz vielen unbenannten Geschlechtern bevölkert ist, um die Unterschiede zwischen den Geschlechtern aufzulösen. CIA, die Fotzen-Geheimdienst, aus den Fängen von Datenminern zu befreien, hineinzutragen in den maskulinen Datenraum. Mit dem Manifest begann eine Attacke auf das gegenderte Regime über linguistische Angriffe auf digitale Festungen, wo Maschinen von den
patriarchalen Überlords beherrscht wurden und von Wissenschaft und Institutionen. Damals war das digitale Leben nicht das wirkliche Leben, so wie es heute ist. Was damals die Zukunft war, ist heute unsere Gegenwart. Und natürlich sind diese technotopischen Erwartungen nicht gerade unsere Wahrheit geworden, unsere Realität. Wir sind im 21. Jahrhundert angekommen, aber 25 Jahre nach diesem Manifest haben die Söldner des Schleims dieses Manifesto veröffentlicht, und es stellt sich raus, dass die Macht von Big Daddy Mainframe nicht nur überragend ist, sondern sie ist auch immer noch am Wachsen. Sie kontrolliert Gesellschaft. Muss sich fragen, was ist denn passiert mit diesem Cyberfeminismus? Ist er fehlgeschlagen? Was ist jetzt zwischen deinen Beinen? Nullen und Einsen, befreite Daten, digitaler Schleim? Die Kriegsmaschine wartet immer noch auf deine Intention, aber vergiss niemals das Fleisch. Rückwärts in die Zukunft laufend müssen wir uns daran erinnern, was uns fehlt. Kritische Analyse, könnt ihr es fühlen? Wo in eurem Körper lebt das? Vielleicht ist es Zeit für was Besseres, eine neue Zukunft, die nicht zufrieden ist mit uns selbst anzulügen. Kommt schon, es geht nicht um die, es geht um uns. Es geht um euch und um mich. Vergesst die gute alte Zeit. Vergesst Nostalgie. Das ist eine Geschichte, in der Technologie eine wesentliche Rolle spielt. Die meisten technologischen Geschichten handeln von männlichen Helden wie Hackern, Ingenieuren und Unternehmern. Und wenn Frauen vorkommen, dann sind sie meistens nur dabei, Männern zu helfen und sekundäre Rollen einzunehmen und Männern dabei zu helfen, Sachen weiterzuführen, die sie bereits geschaffen haben. Aber Technik ist ein Medium der Macht. Es ist nicht neutral, wie manche Leute denken. Es geht nicht um Benutzung und Missbrauch. Ein technisches System ist niemals einfach nur technisch. Die Art und Weise, wie es funktioniert in der Realität, ästhetisch, aber auch wirtschaftlich und kulturell, all diese Faktoren spielen da rein. Genderrollen und sexuelle Unterteilung spielen auch mit rein. Diese Dinge sind durch Genderrelationen beeinflusst, und die Frage, welche sexuellen Identitäten Technologien schaffen, hat auch einen Einfluss darauf, wie die Geräte, die wir schaffen, geschaffen werden. Seitdem Technologie seine moderne Bedeutung hat, wurde Technologie stets mit der Männlichkeit und der männlichen Macht assoziiert. Der Aufstieg und die erhöhte Bedeutung von männlichen Ingenieuren hatte immer weiter die eine Seite der Technologie hervorgehoben, die wirklich stark männlich ist.
Macht muss bei Individuen leben, einfach nur basierend auf Fähigkeit, Talent und deren Erreichten. Eine Philosophie, die das sagt, sagt auch, dass nicht jeder die gleiche Möglichkeit hat, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Gleichzeitig ist Weiblichkeit absichtlich reinterpretiert als inkompatibel mit technologischem, mit Technologie. Was haben wir vorhin gehört? Ein neues Gendering von Technologie, eine Neudefinition der Beziehung zu Maschinen. Nullen sind jetzt, haben jetzt die phallische Ordnung der Einsen ersetzt. Aber es hat sich leider herausgestellt, dass das nur abstrakte Theorie war. Was Technologen gefeiert haben, ist immer noch kontrolliert von Männern. Digitale Technologie hat Frauen nicht befreit, wie manche Feministen gehofft hatten. Big Daddy Mainframe ist nach wie vor der Herrscher. Nicht Weiße, nicht Männer, nicht Heterosexuelle werden nach wie vor zum großen Teil ausgeschlossen von der Erstellung der Technologie, die uns und unsere Welt formt. Kapitalistische Logik bringt Technologie wie nie zuvor voran und wir finden uns in den Fängen einer Kontrollgesellschaft, die basiert auf der Macht nach dem Hunger nach Macht. Pessimismus wäre hier gefragt, wenn wir jetzt nachgeben wollen würden. Aber wir wollen nicht nachgeben, noch nicht. Jetzt haben wir ganz neue feministische Prinzipien, ein nüchternerer Ansatz, der Technologie als möglicherweise hilfreich ansieht und was einmal für technofeministische Utopie war, ist heute eine Umgebung, in der wir Codes of Conduct verabschieden müssen und Safe Spaces errichten müssen, um unsere Privatsphäre und unsere Sicherheit zu schützen und mal wieder sexistische Kultur und Diskriminierung anzuklagen. In öffentlichen und in privaten Räumen und alles, was dazwischen ist. Das ist, wo wir von vorne anfangen, wieder von vorne anfangen oder weitermachen. Feministen zeigen, wie die öffentliche und der private Raum und Geschlecht, Gender, alle Aspekte des Lebens dominieren. Und Technologie ist wandelbar. Deswegen können wir uns eine Beziehung, die sich gegenseitig formt zwischen Gender und Technologie, wo Technologie sowohl Quelle als auch Konsequenz von Gender ist. Zweifellos könnte Technologie auch helfen, Gendergleichheit neu zu definieren. Aber dafür muss es auf anderen Werten basieren. Was wir brauchen, ist eine neue Vorstellung, die von der existierenden Technologie abweicht. Für den Moment müssen wir uns Überwachung, Ausbeutung und Männer, die Frauen belästigen, cyberstalken und ihre Dokumente veröffentlichen. Bei Gamergate war es keine Ausnahme. Es war einfach nur die Spitze des Eisbergs, der Ausdruck einer breiten technischen Kultur, insbesondere inklusive der jüngeren Generation, die denken, sie wären die Norm und der Rest ist eben nur der Rest, um die man sie nicht weiter kümmern muss. Angriffe, Einschüchterungen und diese Dinge sind real und sie sind tatsächlich auch gefährlich. Das ist in allen Technokulturen immer noch überall. Kein Wunder, dass unsere neuen Helden sich um dieses Problem nicht kümmern, denn sie sind ja selbst Teil des Problems. Reproduktive Technologie und also das sind alles Dinge, die wir noch ablösen müssen.
weibliche Körper werden nach wie vor von Männern begehrt, um ihre Gene weiter zu. Aber was können wir finden, was es nicht gibt im Netz? Das folgende ist aus einem Polizeireport, der 2010 in Stockholm entstanden ist. Das Kondom AB wurde am vorne beschädigt. Der Schaden wurde mit einem Mikroskop betrachtet. Die Betrachtungen haben gezeigt, dass der Schaden nicht von einem Werkzeug stammen. Aber es gab einige Schäden, die quer waren zu dem länglichen, zu der länglichen Richtung. Weiterer Schaden gab es am hinteren Teil mit einem Messer und Teil davon wurde auch abgerissen. Und die abgerissenen Teile haben die größte Ähnlichkeit aufgewiesen zu den Schaden. Der vordere beschädigte Teil ist in Bild 1 zu sehen. Vermutung. Der Schaden des vorderen Teils, des relevanten Kondoms, wurde durch ein Abreißen eines Teils gezeigt. Ist entstanden durch das Abreißen eines Teils. Die Möglichkeit, dieselben Ergebnisse auf eine andere Art und Weise zu kriegen, wird als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt. Das heißt, das Kondom wurde absichtlich beschädigt. Dieser Polizeireport basiert auf Informationen und Beweisen, die von der verletzten Person gezeigt wurden, um den möglichen Täter für seine Tat verantwortlich zu machen, auf Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Als das Kondom kaputt gegangen ist oder auseinandergerissen wurde, konnte die Information entweichen. Die Leaks werden gemacht, damit Informationen frei wird. Genau wie das Selfish Gene, das Gen lebt so lang und sucht nach einem Körper, in dem er leben kann, bis es den nächsten findet. Und deswegen lebt Information für immer anders als Individuen. Wenn dieses Individuum tot ist, wird die Information nach wie vor am Leben sein. Wenn ihr nach Unsterblichkeit sucht, dann lasst die Information gehen und erzeugt Nachwuchs auf allen Ebenen. Das ist, was Männer machen wollen. Der Stärkere wird gewinnen, wie immer. Und jeder, der Sex haben will mit einem Held, der sollte besser schwach sein. Auf seiner Mission, Information freizusetzen, wird er weder Mitleid noch Einige Dinge müssen ans Tageslicht gebracht werden. Wir wollen die Wahrheit wissen. Wir fordern Offenheit und Transparenz. Und wir wollen sehen, wie die Dinge wirklich sind. Es sollte kein Leid geben, kein Widerstand, nichts Unbekanntes. Es soll das Licht der Gleichheit auf alles scheinen. Vertrauen schaffen durch mehr Transparenz. Kommunizieren, teile mit mir Informationen, damit ich dir vertrauen kann. Aber ist es nicht eigentlich das Gegenteil? Transparenz anstatt von Vertrauen? Vertrauen bedeutet, dass Information fehlt. Es ist ein Zustand des Wissens gegenüber eines Nichtwissens. Und
Wem sollen wir also trauen? Wer ist also nobel genug, um unser Vertrauen zu verdienen? Politiker vertrauen ebenfalls auf nicht öffentliche Kommunikation. Und sie sind, also wer soll dann eigentlich nicht verantwortlich sein? Die Freiheit zu wissen ist die Freiheit des Kontrollieren, nicht des Vertrauens. Alles muss ans Tageslicht gebracht werden. Alle Informationen zu veröffentlichen ist aber nur eine Möglichkeit, damit umzugehen oder das zu erreichen. Die unangenehmen Fragen bleiben, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt gegenüber wem sollen denn veröffentlicht werden? Und irgendwann wird Transparenz ein Ziel zum Selbstzweck werden. Und mit Transparenz als neue Grundordnung, wie unterscheiden wir zwischen Vorteilen und Nachteilen? Befreien von öffentlichen Daten und private Daten zu schützen. Alle Daten sind aus ähnlichen Substanzen gemacht und folgen den gleichen Logiken. Wer würde den Informationsfluss stoppen und den Informationsfluss stören? Die Tyrannei der Vertraulichkeit nimmt über. Was ist wichtiger? Ist es die Information selbst, was die Information zwingt, so zu tun, als wäre sie jemand anderes? Was nun ein Raum ist von gemeinsamem Handeln, ist nun ein Raum von Veröffentlichung. Natürlich, Veröffentlichung zeigt nicht unbedingt die wahre Natur von Dingen. Höchstwahrscheinlich ist es nicht einmal Teil des Datensets. Wenn ich mich selbst zeige, dann existiere ich. Je mehr ich zeige, desto mehr Aufmerksamkeit will ich bekommen. Jeder ist seine eigene Werbung. Aber ist das jetzt gut oder schlecht, Informationen zu teilen über sich? Aber wie kriegt man die, die all diese Informationen haben? Gespeicherte Daten ändern sich nicht, im Gegensatz zu meinem nicht vertrauenswürdigen Gedächtnis. Keine weiteren asymmetrischen Beziehungen mehr. Das bedeutet keine Macht mehr von jemandem über andere. Wir müssen das Risiko eingehen. Und das nackte Information ist dazu fähig, werde ich mich selbst jemals kennen? Im Gegensatz zu berechnen, geht es beim Denken nicht um Selbsttransparenz. Es gibt nichts mehr Intransparentes als man selber. Egal wie viel Daten man hat oder teilt, Informationen ist nur Information. Nur wenn man weiß, wonach man sucht, kann die Suche auch anfangen. Danke. Yes, thank you, Coco Soifrank. Let's give a warm round of applause. Okay, bitte eine Runde Applaus für unsere Vortragende.